Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Was soll das denn? Kommt ihr ja extra mit seinem blöden Mikro, mit seinem blöden Megafon angerannt, um mein Intro zu unterbrechen. Den bringe ich um. Ja, willkommen zu Final Fantasy 7 Rebirth. Wir sind hier immer noch in der Coral-Region, mein Gott. Und wir sind noch hier am Nebenquesten und Erkunden und all das gute Zeug, ne? Ich habe irgendwie mich nicht so richtig entscheiden können, was genau ich mache. Aber habe mich dann doch so entschieden, hier, ich gehe mal hier und mache diese Quest, ne? Das ist die Quest mit den Johnnies, ne? Ich habe darüber nachgedacht, welche Quest ich eher machen soll. Wir haben ja noch zwei Quests übrig, ne? Hier Spotzi ist weg, ne? Das ist auch eine Quest, die wir letztens angenommen haben, aber diese Quest haben wir noch nicht angefangen, ne? Während die andere schon so gut wie zu Ende ist anscheinend, ne? Finde ich gut, dass da irgendwie so Punkte irgendwie anzeigen, wie weit man schon in der Quest ist, ne? Und ja, weiß nicht, ich wollte erst die Quest machen, weil die halt ein Level unter ein Level unter mir ist, ne? Und diese ist Level 31, also Level, wo ich gerade bin. Deswegen, ja, war ich mir nicht so sicher, welche ich machen sollte, aber ich habe mich dann doch entschieden, wir machen mal die Quest mit den Johnnies zuerst, ne? Damit wir das auch schon mal haben. Die haben wir schon lange angenommen. Von daher gucken wir mal. Ich bin übrigens mal in dieses Gebiet zurückgegangen, wo wir die Kaktoren zum ersten Mal getroffen haben, ne? In der Hoffnung, da noch welche zu finden und die zu analysieren und so, ne? Aber da waren keine Kaktoren. Alles, was ich da gefunden habe, war eine Toxinmateria noch irgendwo, ne? Die ich glaube, verpasst habe, aber ja. Ich habe die dann doch. Warte mal, muss ich nicht. Warum muss ich mit ihnen aussteigen? Ja, eins. Ich dachte, ich muss erst irgendwo, wenn ich irgendwo anders hin. Dem Tomberry-König kann man seine Krone angeblich klauen. Bring mir die schönste, die du finden kannst. Ich warte hier so lange, wie es sein muss. Also beeilt euch, sonst vertrockne ich nämlich. Okay. So, ich wollte schon sagen. Den kann ich ja die ganze Zeit schon reden. Der Mann, ich muss dann hier irgendwo was finden, ne? Tomberry König. Fällt mir gar nicht. Ist irgendwie viel zu früh, hier einen Tomberry König zu bekämpfen. Warum? Ausgrabung 2 versandet. Da bin ich doch schon mal hingegangen. Da war letztens nichts. Ich nehme an, weil ich das noch nicht freigeschaltet habe. Ne? Ich muss jetzt mal diese Dinger da freischalten, ne? Diese Entdeckungen, ne? Damit ich da irgendwie was ausgraben kann, glaube ich. Boah. Oh, bin ich sicher. Oh Gott. Ist da irgendwie eine Reaktion? Okay, meine Truppe reagiert überhaupt nicht, wenn irgendwie, wenn ich irgendwie, weil ich hier irgendwo gegenfahre oder eine Vollbremsung mache, ne? Das ist irgendwie. Wo muss ich denn da hin? Irgendwie wird mir nichts angezeigt. Ich dachte irgendwie. Ich bin nicht sicher, wo ich jetzt hin muss, ehrlich gesagt. Steht denn Tomberry König seine Krone und bringen sie zum Johnny am Grenzland der Wüste? Ja, dann sag mir doch nicht, wo er ist, sag mir, wo der Tomberry König ist. Okay. Was meinst du, Cloud? Sollten wir uns nicht besser vervielfältigen? Also ich finde schon wieder. So ein paar Barretts geben bestimmt einen schönen Kugelhagel ab. In den ich nicht reingeraten möchte. Voller Spielverderber. Und was ist mit Tifa? Tifa Harem. Was hast du dir gerade vorgestellt? Ich überhaupt nicht. Ja, klar. Ich dachte, Ninja wären verschwiegen. Schon gut. Ich halte ab jetzt den Rand. Lass deiner Fantasie ruhig freien Lauf. Tifa Harem. Ich weiß nicht, wo ich hier hin muss. Ja, man, ich muss den von alleine finden. Keine Ahnung. Kann ich mich dahin teleportieren? Ja. Gibt's da nicht. Nein, ich wollte nicht laufen. Ach. Wer will dann laufen? Gib mir meinen. Ich wollte jetzt sagen, dass mein Teil auf 4 Rädern, aber da hat mehr Räder. Hat 8 Räder.
So, bitte nicht den Kampf da triggern, damit ich schon wieder aussteigen muss. Nicht gut, dass man hier auch durch die Gegend fahren kann. So, wenn nur ein Kaul. So, ich bin ja falsch. Boah. Ja, hier schon 5 Minuten durch die Gegend. Ich bin keinen Schritt weiter als vorher. Wir haben eine Konversation zwischen Cloud und Yuffie, ja, getriggert hat was. Mein Gott, bin ich schnell. Boah. So, hier, ich bin mir jetzt ziemlich sicher, ich bin aber schon mal reingegangen, aber anscheinend konnten wir noch nicht hin, ne? So hatte ich eigentlich, ich glaube, ich hatte schon alle Waffen hier gelevelt, ne? So, jetzt muss ich einen Schokobo extra rufen für, ne? So, okay, mein Gott, wie viele Schokobos jetzt hier rumlaufen. Aber geht's? Da, lass mich da hoch. Nein, okay. Sind eigentlich auch immer nur so Sachen hier zum Herstellen, ne? Wie man hier findet. Ich brauche mal neue Sachen, die ich herstellen kann. Hier aber, ne? Ja. Da kannst du auch direkt graben. Donk, donk. Oh, ich kann Barmherzigkeit des Planeten synthetisieren. Das will ich vielleicht mal kurz. Ich habe nämlich von den ganzen Sachen, ja, wäre eigentlich perfekt, ne? Kann ich irgendwie mehr als nur einen davon herstellen? Immer noch besser als die ganze Zeit Sachen einzusammeln hier. Die schon voll ab, ne? Okay. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was wir in der letzten Folge gemacht haben, ne? Ich gar nicht so zusammengefasst, ne? Weil ich das nicht mehr weiß. Ist schon ein bisschen näher. Ich will die ganze Zeit Honkai Star hier weitermachen, weil da ist immer, weil nicht. Da sind immer Events am Laufen, deswegen muss ich immer so schnell wie möglich alles hier abschließen. Da sind Monster. Deswegen konnte ich halt nicht. Ja. Jetzt erst recht. Ja, ja, ich gebe jetzt recht. Jetzt erst recht alles. Ja. Ja. Ziemlich schwach. Ja. Mir ist gerade eingefallen. Ich sollte vielleicht mal diese Konterstellung machen in diesen blöden Viechern. Und dann haben die halt auch gemacht direkt. Haben die direkt angegriffen. So, muss irgendwo hier sein, ne? Er konnte etwas wahrnehmen. Was? Meine Gefühle. Vogelfall, was? Wo ist das? Vogelfall, Reif der vollen Kraft, den können wir auch erstellen, sich gerade. Stirnband können wir erstellen. Brauche ich wieder alles. Das Potenzial der Muskeln bis an die Grenzen ausreizt, alles klar. Was ist das hier? Stirnband. Müdigkeit. Mit dem Mund ging schlafen. Nein, danke. Ich über das hier. So, Vogelfalle, was? Okay. Nehmen an, wir werden dafür irgendwas brauchen. Wenn das so ein Quest-Gegenstand ist. Ich sehe es. Was? Na komm, mal. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Da. Komm, komm, mein Stolz ist da drin. Hey.
Muss man hier sein, ne? Hier muss das sein, ne? Wieso wieder? Kann man auch buddeln, ne? Muss schon sagen, da war irgendwie da an dem Holz, ne? Abyssusreif plus synthetisieren. Oh Gott. Und Megalodon reif anscheinend. Okay. Zeit mal, sind einige Reife besser. Ich bin immer so voll auf der Strecke hier mit meinen Ausrüstungen, habe ich so Gefühl. So, Megalodon reif plus. Ich sehe immer noch nicht, was hier der Unterschied immer ist. Die sehen genau gleich aus. Ich brauche einen Megalodon reif, aber ja, ich muss halt einmal herstellen, ne? Festungsarmschutz plus. Ich stehe nicht so ganz. Ich sehe da irgendwie nicht, was sich da ändert. Oder vielleicht bin ich so blöd, das irgendwie zu sehen. So, haben wir das erledigt. Gehen wir weiter mit. Ich weiß auch nicht, wo der Tomberry König ist, ne? Sonst würde ich den ja hier platt machen, ne? Das heißt, wir können die andere Quest mal anfangen, nehme ich an, ne? Wenn wir den Tomberry König irgendwie so mal nebenbei finden, dann ja, nehme ich an, das ist das, was ich machen muss, ne? So, hier müssen wir irgendwie einen Hund oder so finden, glaube ich. Wo bist du, Spasti? Mama sagt, ich darf nicht mit komischen Onkels reden. Ach so, verstehe. Wie wär's dann mit dem Onkel hier? Der ist stärker als er aussieht und kann einfach alles. Hat schon eine Menge Leute geholfen, stimmt's? Wer ist hier der Onkel? Ha. Kinder sind eine Schwachstelle, was? Kinder sind unsere Zukunft, kapiert? Schon klar. Und? Nee, ich hasse Kinder. Was ist das Problem? Weißt du? Unser kleiner Spatzi ist weggeflogen. Spatzi ist ein Vogel. Wir spielen oft mit ihm. Also, ich dachte, ich muss einen Hund suchen. Ja, stimmt. Nee, ich habe ja gerade geguckt. Verdammt. Nach Kickery Cloud, oder? Wer ist das? Ich bin das. Die letztens von einem Ungeheuer gerettet haben. Vermutlich derselbe wie eurer. So ein Zufall. Hört mal, mein Opa meint, er hätte Spatzi in die Wüste fliegen sehen. Die Wüste? Aber da dürfen wir doch nicht hin. Keine Sorge, die Onkel werden ihn schon finden. Wirklich? Na klar. Mein Opa meint, dass es in der Wüste immer noch ein paar Vogelhäuschen gibt. Ah, dafür brauche ich. Von früher. Dafür brauche ich das Vogelfutter, ne? Das ist ja perfekt, dass ich gerade das. Dass ich da gerade gesucht habe. Ich gucke natürlich immer sofort, bevor ich irgendwie die Aufnahme starte, in Walkthrough nach, ne, um zu gucken, wie ich das Spiel gewinne, ne? Jetzt ist das Geheimnis raus. Deswegen habe ich diese Ausgrabung gemacht. Nein, natürlich nicht. Wäre ein bisschen langweilig. Ich spiele ja gar keine Spiele mehr, die ich schon mal gespielt habe auf diesem Kanal. Ich spiele nur noch Spiele, die ich nie gespielt habe. Aus genau diesem Grund, weil das halt eine neue Erfahrung ist, ne? Früher habe ich ja so, weil nicht so Sachen wie, früher habe ich ja nur Spiele gespielt, die ich schon mal gespielt hatte. Und darum möchte ich einen Teil von Corals Bürde mittragen, auch wenn es die Dinge nicht ungeschehen macht. Lädst dir gern viel auf. Darum die Suche nach Kickery Cloud. Ich mache das weniger für die Kinder, sondern eher, um meine Schuld etwas abzuarbeiten. Ja. Also ja, mir fällt auch auf, ich spiele irgendwie keine Spiele mehr, die ich schon mal gespielt habe. Ne? Die ersten Spiele, die ich auf diesem Kanal ja hatte, waren ja. Mein erstes Spiel war Tales of Graces F, was ich schon gespielt hatte, wie ein Blöder. Ne? Ich habe das ein Jahr lang durchgehend gespielt, ne? Weil mir einfach nicht langweilig wurde. Dann habe ich Mega Man X8 gespielt. Auch ein Spiel, das ich gerne gespielt habe. Boah, ich
Es gab ja irgendwann mal so eine Remix-Version, ne? Da sind einige Mega Man X-Teile drin. Vielleicht soll ich die mir mal holen, ne? Wird vielleicht auch lustig. Ich habe nur Mega Man X4 und Mega Man X8 gespielt. Ich fand die beide gut. Und ich glaube, den ersten Mega Man X-Teil habe ich mal auf Virtual Console irgendwie mal gespielt. Sind da Monster? Nee. Mein drittes Projekt war Valkyria Chronicles. Da ist ehrlich gesagt auch ein recht nice Spiel. Ne? Da sind auch irgendwie mal irgendwann neue Teile ausgegangen. Ich habe mal irgendwie Gameplay davon gesehen. Das Gameplay sieht. Also Valkyria Chronicles war ja für die PS3, ne? Da muss ich aber mehr haben. Da war ja damals für die PS3, ne? Und. Jetzt heißt es warten. Okay, warte mal. Noch so. Ich will den Shinra-Deppen natürlich immer noch an die Gurke, aber wo ich denn hin? Was? Ne, da müssen wir hin, um die Story fortzusetzen. Hier müssen wir hin. Ich glaube, meine Fixierung auf den Kampf gegen Shinra. Das sieht verdächtig aus. Das Rohr sieht verdächtig aus. Was ist da? Ich dachte, das wäre ein riesiges Monster hinten. Seid ihr mal normale Kaktoren? Ich brauche mal normale Kaktoren, sind alles Kaktorien. Ja, da hinten ist er. Das ist so gruselig, ne? Der irgendwie so zufällig irgendwo hier auftauchen kann. Ich glaube, da ist ein. Warten wir einfach. Was ist das hier? Ach, das ist da, wo wir. Lass mal aber da hingehen. Nach all den Ereignissen, die da passiert sind. Vielleicht ist da irgendwas. Liegt der dein noch irgendwo? Weiß man ja nicht, ne? Kann ich den sein Gewehr haben irgendwie suchen? Hey, guck mal. Ich nehme an, das ist ein Grab, ne? Das ist cool. Letzte Teil. Ich habe gedacht, wir könnten irgendwie seine Waffe oder so noch mitnehmen, ne? Barrett könnte sich so selber irgendwie dran packen. Keine Ahnung, wie gesagt, ich habe Valkyria Chronicles 3, da war mein drittes Let's Play. Ja, ich weiß noch, was meine ersten drei Let's Plays waren. Und ja, das kam damals für die PS3 raus. Ich glaube aber vor kurzem, nicht vor kurzem, vor ein, zwei Jahren, oder vielleicht länger, kam mal irgendwann der vierte Teil raus. Und ich habe mir mal Gameplay davon angesehen und das Gameplay sieht exakt aus wie der erste Teil. Also genau exakt hier. Das Gameplay, das User Interface, ist, als würde das der erste Teil sein irgendwie. Da habe ich voll gewundert, als ich das gesehen habe. Habe ich mir gedacht, so wow, ne? Normalerweise ist es ja so, irgendwie wenn irgendwie Spiele sich weiterentwickeln, ne, und neue Teile davon rauskommen, da gibt es natürlich immer ein paar Änderungen, ne? Die sehen nie exakt gleich aus wie ich kann auch gar nicht den Schokobo rufen. Die sehen nie exakt gleich aus, ne, wenn die späteren Teile irgendwann rauskommen. Da gibt es immer irgendwie so kleine Unterschiede so im Design oder irgendwie so, ne? Das sah exakt gleich aus wie der erste Teil. Habe ich mir geplant, vielleicht hole ich mir irgendwann. Allerdings habe ich, es gibt ja schon den zweiten und dritten Teil, die kamen glaube ich für die PS3 PSP raus, welche ich nicht hatte, und deswegen kam ich nie dazu, die beiden Teile zu spielen, ne? Und der PS der vierte Teil kam glaube ich für, ich glaube, PlayStation 4 nehme ich an, ne, raus, und für PC, wenn ich mich irre. Deswegen hatte ich irgendwie so mit den Gedanken gespielt, so, oh, vielleicht sollte ich mir halt irgendwann mal so holen, so als so kleines Tribut zu meinem dritten Let's Play auf diesem Kanal.
Das hat auch ansprechen, das hat auch ganz schön viele Views gehabt, wenn ich mich nicht irre. Also wenn man bedenkt, dass ich bei, zu dem Zeitpunkt noch so gar nichts hatte an Abonnenten, ne, und Viewers, ne, jetzt habe ich ja wenigstens eine kleine Handvoll an Viewers hin und wieder, ne. So meine 10 Views oder irgendwie sowas, ne, 10, 20 Views hin und wieder. Aber damals hatte ich ja gar nichts, ne. Und ich fand da, ich glaube schon so eine gute Handvoll von Viewers eigentlich. So, ich kann mir die Dinger, ja, ich habe mir genug herstellen, so zwei brauche ich noch, ne. Gut. Also was mit der Tomberry Quest dann auf sich hat, bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich nehme an, wenn ich hier die Wüste irgendwie erkunde, dann werde ich ihn irgendwann schon finden, ne? So, hat ja keine Eile, gibt noch so viel zu erkunden hier, von daher. Mag für dich ja vielleicht ziemlich schwer vorstellbar sein. So, wo sind wir jetzt denn da unten? Aber im Vergleich zu damals bin ich um einiges reifer geworden. Habe ich zum Teil tiefer zu verdanken. Hätte sie mich damals nicht so ordentlich runtergeputzt, hätte ich das nicht runter. What? Was hat sie denn gemacht? Also mal gucken, wo ich hier hin muss. Ich frage den falschen, den, glaube ich. Nur was längst überfällig war. Und zwar mir einzutrichtern, dass Marlene ein ordentliches Bett und ein Mindestmaß an Hygiene braucht. Hatten bis dahin nämlich im Freien übernachtet. Da hatte sie verdammt recht. Habe ich ja eingesehen. Und meine Einstellung zur Avalanche habe ich auch überdacht. Bin anfangs quasi mit Vollkaracho durch die Straßen gedüst und habe alle mit reingezogen. Hi. So wie ich gerade. Gott. Deswegen lasse ich dich nicht an Steuer, Bert. So. Oh ja. Oh ja. Ja, die Würfel sind ja ein bisschen anders hier in dem Spiel, ne? Das war ja wohl übertrieben. Du Faulpelz. Nichts mehr. Der hält so viel, ey. Der hält so viel aus, der Typ. Jetzt. Das war's dann. Weiter. Nichts mehr. Was mache ich da gerade? Was habe ich da gemacht? Überlass das ruhig mir. Ich bin bereit. Ja, ich hab gemacht gerade. Voll den super Angriff gerade gemacht. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Ich glaube, ich habe ein Team angefasst, also ihn eingesetzt, ne? Ich habe ja 1 und 3 gedrückt, glaube ich. Materie auch in Frost. Was meistert, die können an Eis gar einsetzen schon? Was macht das Ding überhaupt mal? ATB verbrauchen. Materia Frost. Die wollte Materia Frost auf der höchsten Stufe. Also schon Eisgar. Ich meine, das wäre vielleicht eigentlich nicht so schlecht, ne? Dann kann man schon voll die mächtigen Zauber hier auf die Gegner niederpasseln lassen, aber lass mal, weil ich eine so eine Materie hinzufügen, weiß nicht, da kann man auch gleich die Materie hinzufügen, finde ich so, weiß nicht, außer also irgendwie so was exklusives, so wie TP Boost oder irgendwie sowas, ne? So, das ging relativ schnell. Warum Mithril Erz? So, das ging ja relativ fix mit der Erkundung von dem Ding. Ich muss da lang. Da ist noch relativ unerkundetes Gebiet. Jetzt schauen wir uns mal an. Hallo, na.
meine Zerstörungswut wieder befriedigt. Wenn ich nicht einen neuen Ort betreten kann und mindestens eine Sache kaputt machen kann, dann bin ich nicht zufrieden. So, was das? Das sieht verdächtig aus. Habe ich hier überhaupt schon? Wo sind eigentlich? Habe ich Türme? Ein Funkturm fehlt mir noch. Da unten. Okay. Wow. Ich habe geflattert. Da ist schon Richtung, wo wir hin müssen. Ne? Genau, im Original war es ja so, wenn man den Buggy erreicht hat, die Gold Saucer, die hat irgendwie so einen Fluss, den man überquert musste. Und bevor ich das da reinmache, lass mal da eingehen, bevor ich da den Köder einpacke. Weil das sieht verdächtig aus. Im Original war es halt so, die Gold Saucer war auf so ein kleinen Wüstengebiet und das Wüstengebiet war so. Hatte so einen Fluss und hinter diesem Fluss ging sozusagen die Story weiter, aber diesen Fluss konnte man nicht überqueren, ne? Weil man halt nur zu Fuß war, ne? Und man hat halt irgendwann den Buggy freigeschaltet. Ich glaube, da hinten die Schokobrotstelle habe ich alles gehabt. Und ja, man musste halt warten, bis man den Buggy freigeschaltet hat, um den Fluss zu überqueren, ne? Also ich rechne hier irgendwo ein Gebiet, wo wir halt, weiß ich nicht. Ich gucke ich da runter, springe da runter. Also ich rechne irgendwann mit so einem Fluss, den wir überqueren müssen. Und dann wüsste ich so ungefähr wieder, wo wir sind, ne? Und wenn wir so, glaube ich, in der Gongaga-Region. Falls die so heißt, ne? Die Gebiete im Final Fantasy 7 auf der Weltkarte, die sind einfach nur Weltkarte, ne? Also die wohnen nicht irgendwie. Da gab es ja keine Ladenbildschirme und so weiter dazwischen, ne? Die sind wohl nicht getrennt, aber eine riesige Weltkarte, wo man durchlaufen konnte. Boah. Ich bin da voll drin. Du hast die letzte Vogelfalle aufgestellt. So, das war die letzte im Bunde. Ja, super, jetzt müssen wir. Sitzt er sogar schon in einer der anderen Fallen. Lass uns mal nachschauen. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt müssen wir die ganze Zeit hier hin und her rennen und gucken, wo der drin ist, oder was? Meine Vermutung ist, wir werden irgendwelche andere Vögel ja anlocken, die wir bekämpfen müssen, ne? Wie vorher wetten. Ich sehe, da siehst du, ich sehe dich schon. Ich wusste das genau, ey. Wie das Spiel abläuft. Na, komm mal her. Was greift denn hier an? Was so? Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Ich weiß, diese Tornado, das kannst du wieder zurückwerfen, ne? Sehr gut. Okay, da ist dieser Angriff, den ich ja mache. Wow, was ist das? Das ist voll stark. Boom. Ah. Auf zur nächsten. Kann ich hier mit Aris hier voll in Demon Fang machen? So, boah, das ist ja so komisch weit entfernt, Mann. Kann ich mich hier hin teleportieren? Ich weiß gar nicht. Vom Wohlhalt am nächsten ist. Das ist wie wenn in Genshin irgendwie, weil nicht zum bestimmten Ort muss und da ist kein Teleportding in der Nähe. Da muss ich den ganzen Weg. Diesen blöden Wolfsboss, ja, da könnten sie auch mal irgendwie so einen Teleportpunkt irgendwie mal spendieren. Ne? Anstatt ich muss da jede Woche kann man ja mal gegen bestimmte Bosse kämpfen und jede Woche muss ich da immer den ganzen Weg rumrennen, ey, um den zu erreichen. Da könnte auch mal irgendwie einen Teleportpunkt direkt neben dem platzieren, ne? Damit man nicht hier jetzt mal noch 5 Minuten irgendwie dahin rennen muss. Das ist voll dämlich. So, da hinten ist er. Ich
ich verstehe es irgendwie nicht. Da muss ich die Proto Materia Substanz die Proto Materia Quest machen, nehme ich an, ne? So, nein, jetzt muss ich hier noch mal rumlaufen. Das Kaktoren, wir sagen jetzt ein Kaktoren. Boah, ich kann das Ding erreichen. Ruf den Buggy unten. Ich habe jeden Knopf gedrückt außer den unteren. Jawohl, werde ich jede Richtung zuerst gedrückt, bevor ich da unten gedrückt habe. Den Sprung schaffen wir. Oh nein! Ich vermisse irgendwie so eine Reaktion, wenn ich irgendwie so was mache, ne? Final Fantasy 15 mal los. Ich finde so eine Vollbremsung gemacht, dass er sind alle Charaktere immer nach vorne geflogen. So. Da war immer lustig. So. Wen sagen wir jetzt nochmal? Jetzt sind auch wieder Kaktorien, das gibt's nicht. Ist ja nur ein Kaktor, den ich ja mal gesehen habe, zu einer Stelle. So, so ein Kaktor könnten sie mal irgendwo mal hier wieder reinpacken. Ey. So, normalerweise in anderen Final Fantasy ist es eigentlich so: Kaktoren geben meistens immer. Geben meistens immer eine Menge Erfahrungspunkte. Oh, oh Gott. Oh Gott. Ja, die geben auch hier 4 Fähigkeitspunkte, ne? Ich glaube, das ist viel, ich weiß es nicht. So, eines noch übrig. Oh Gott. Irgendwie steht da. Wiederholt einsetzen. Also macht man das, okay. Muss schon sagen, kann man irgendwie so machen, damit das nicht weggeht. Ich habe es gefunden. Ich habe schon lange gemerkt, da steht wiederholt einsetzen, ne? Aber ich dachte, ein Turnieren so lange irgendwie einsetzen, bis zwar nicht, bis der HP voll sind oder irgendwie so, ne? So, keine Ahnung, in anderen Final Fantasies, in den meisten Final Fantasies ist es immer so, Kaktoren geben einen entweder voll viele Erfahrungspunkte oder irgendwelche anderen Sachen. So, keine Ahnung, du hast ja meistens immer Erfahrungspunkte, dann hast du irgendwie, weiß ich nicht, so Talentpunkte oder Fähigkeitspunkte oder irgendwie sowas, ne? Weil ja nicht Fähigkeiten zu leveln oder was weiß ich, ne? In diesem Fall ja so Punkte für, um Materia hochzuleveln, ne? Und ja, entweder geben Kaktoren immer viele Erfahrungspunkte oder diese Punkte, ne? Also in dem Fall hier viele Materia Punkte. Und ja, ist in dem Spiel wahrscheinlich auch der Fall, ne? So, ne, hier war das doch. Boah. Also ich nehme an, Kaktoren geben in diesem Spiel auch viel irgendwie, weil nicht Materia Punkte. Weiß ich nicht, lass näher dran gehen. Ich weiß, in Final Fantasy 8 kannst du schon. Wow. Piep. Hier vielleicht Barrett ins Team mit dem Gigantenbomber, was? Volle Konzentration, neuer Versuch. Gigabomber. Gigantbomber. Wirksam Eis, das ist das letzte, was ich gedacht hätte. So, habe ich dir irgendwelche Zauber gegeben? Ich habe dir Feuer gegeben, cool. Oh, sehr gut. Okay, dann machen wir mal den Zauberkreis. Oh mein Gott. Sie hat die Hände vor ihrem Gesicht so gehalten. So, oh mein Gott. Oh, oh. Au. So, Sack. So, jetzt gehen wir hier hin. So, na, ich habe nur normales Feuer, kein Dings. So, was? Ach nee, Eis vor. Keiner, er sieht aus, als wäre irgendwie aus Eis gemacht. Was? Er sieht aus, als wäre irgendwie aus Eis gemacht. Deswegen habe ich, denke ich direkt hier, ja, der ist Eis. Jetzt habe ich den geheilt gerade. Oh Gott.
jetzt mal den Angriff. Warum ist der Angriff so stark? Der sieht voll stark. Aua! Aua! So. Ich fühle mich, als würde ich hier gegen Brachiodinos kämpfen aus Monster Hunter World. Überall sind Explosionen, überall wo ich hinlaufe. So. So, ich habe schon wieder vergessen, mal effektiv Eis war gegen den, ne? Ja, die Farben von dem tun mich voll aus dem Konzept bringen, ne? Ich weiß nicht, warum dieser Angriff so stark ist, aber nehme ich gerne. Nochmal. War ich nicht genau drin? Detonation? Nein, danke, bitte nicht. Oh Gott. Boah. Habe ich jetzt keine Erfahrungspunkte für den bekommen? Wo ist er? Bewegt sich zu schnell. Uns ganz schön Sorgen gemacht. Und was hast du vor? Ich fürs Thema im Hintergrund. Nach Hause? Verflieg dich aber bloß nicht nochmal. Oh Gott. Wir sind alle fast tot. Ah, perfekt. Ich glaube nicht, dass wir Erfahrungspunkte bekommen haben und dass wir den erlegt haben. Aber ich habe ihn analysiert und das hat erzählt, ne? Ja, ich will trotzdem mal gucken, weil der Kaktor ist das einzige Ding, was mir fehlt. Das gibt's nicht. Da besiegt eins, okay. Und erzählt. Ich weiß nicht, warum mir das so wichtig ist. So, haben wir die Quest erledigt. Dann können wir ja noch ein bisschen, weiß nicht. Anderes Zeugs machen, ne? Monster jagen. Materia jagen, ne? Die Protosubstanz Materia. Müssen wir uns da auch vielleicht mal für ein paar zu aufsparen, ne? Wahrscheinlich auch wieder länger dauern. Mal, Onkel. Kikeri Cloud ist wieder da. Was geht? Natürlich ist er das. Haben ihm nach seiner Rettung eingeschärft, schnurstracks nach Hause zu fliegen. Ihr seid großartig. Vielen Dank. Ach was, keine Ursache. Materialismus, okay. Alles für dich. Wenn Kikeri Cloud mal groß ist, lasse ich ihn gegen Monster antreten. Okay. Okay, irgendwann ist mit den Texturen nicht am Stimmen hier. Ich tue die ganze Zeit rein und rausgehen. Alles erzählen. Meinst du, das ist eine gute Idee? Meine Art der Sühne. Du solltest dir aber wirklich gut überlegen, ob du Marlene damit nicht zu viel zumutest. Ich bin mir da nicht so sicher. Vertrau mir, ich bin ein guter Vater. Ich weiß, von was ich rede. Was ist los? Tut mir leid. Papa hat gesagt, wir dürfen nicht mehr mit euch spielen. Ach so. Tja, dann solltet ihr wohl besser auf ihn hören. Wir müssen sowieso weiter. Kümmert euch gut um Kikeri Cloud. Aber ich mag dich gerne, Onkel. Ich euch auch. Juvi. Yay, meine Verbundenheit mit Barrett hat sich vertieft. Wie sieht's denn aus? Blau. Boah, den habe ich gerade am höchsten. Okay, Juvi und wo ist Kate Sif? Da. Nee. Wo ist Kate Sif? Da hat sich da hinten versteckt. Okay, das ganz. Okay, entweder ist er ganz leer oder er hat keine. Ich nehme an, er ist ganz leer, ne? Er kann nichts fühlen. Okay. So, hat sich keine neue Quest aufgetan, anscheinend nicht. Dann tun wir den Rest des Parts hier noch so ein bisschen weiter erkunden, ne? Zum Beispiel
Es war Kunde. Haben wir Alexander? Alexander haben wir erledigt, ne? Ja. Gehen wir da einmal. Um Alexander hochzuleveln. Wo genau komme ich? Wie genau komme ich dahin? Da ist hier so eine. Es sieht aus, als wäre hier so eine Höhle irgendwie, ne? Gehen wir da rein. Ne, ich glaube, da bin ich schon mal hingegangen. Da war aber nichts, ne? Obwohl. Ha. Ah. Guck mal hier. Gott. No, da kann ich nicht runter. Nein. Ich glaube, da bin ich richtig, ne? Ah, komm schon, lass mich da runter. Ich will da ganz unbedingt runterspringen. Ne. Oh Gott. Und dieses Controller ist am Vibrieren, während ich am Fahren bin. Und die Schultertasten sind voll schwer einzudrücken. Meine Güte. So, jetzt muss ich aber richtig sein. Ich glaube nicht. Doch, ne, war ich ja schon nicht schon mal. Mir so bekannt war. Warte mal, warte. Da sehe ich was Schönes. So, du willst mir jetzt sagen, wo das ist. Ja, Chatley, ich weiß. Ganz unter uns gesagt, Cloud. Ich muss gestehen, dass ich Alexander mag. Ich meine, so ein riesiger Roboter. Naja. Ja, Alexander ist cool. Ich war kurz davor, eine Sünde zu begehen. Aber dann habe ich mir gedacht, nee. So, kann ich mich nicht dahin? Da, ja, wollte schon sagen. Nehmen wir hier hin. Das sieht aber, das ist aber nicht das, wo mich das Ding hingeführt hat, glaube ich. Aber egal, das sieht interessant aus. Deswegen bin ich da, will ich dahin. Die Neugier packt mich. Aber nur eine Kaktorine. Ist doch bestimmt hier, ne? Pass auf. Ich sehe nichts. Ja. Ich weiß noch nicht, ob ich alle Dinger schon kaputt gemacht habe. Ich weiß gar nicht, ob man die überhaupt kaputt machen muss. Oder ob die einen nur irgendwie den Weg zeigen oder so. Okay. Okay, anscheinend habe ich alles. Kann ich sein, dass ich mal zufällig schon alle Dinger analysiert kaputt gemacht habe, bevor ich hingegangen bin. Ist aber bestimmt nur darum, mir zu zeigen, wo ich hin muss. Oh Gott. Kreis X, Kreis, Kreis X, Kreis. Kreis X, Kreis, Kreis X, Kreis, Kreis X, Kreis. Boom. Oh. Das sind Alexander-Kristall analysiert. Cool, ja, ich weiß. Hm. Ja, was ist? Diese Stille. Ich kann gar nicht sagen, wie begeistert ich angesichts der Erkenntnisse über Alexander bin. Vielen Dank. Ja, muss mir eigentlich jedes Mal sagen. Ja, ich mach das schon. Ist okay, Chatley. Ich mache es auch, weil ich es machen will. So, hier hatte ich irgendwie noch nicht. Oh, ich kann sogar dahin. Cool. Hier hatte ich noch nicht alle Schatztruhen. Wieso habe ich da nicht alle Schatztruhen gesammelt? Ich glaube, eine war oben, ne? Ich denke jedenfalls, eine ist oben, ne? Genau, ich bin hingegangen, habe ja gesucht, nichts gefunden und kam dann irgendwie so zu Entschluss, die muss irgendwo da oben sein, ne? Wo ich glaube. Nur ich weiß nicht, wie man da oben hinkommt. Also, was? Da ist er.
Hab sie gefunden. Oh mein Gott. Okay. Wo waren wir? Hier haben wir noch nicht, ne? Aktivierung des letzten Funkturms. So, hier ist ein Kampf irgendwo direkt in der Nähe. Lass mal direkt machen, ne? Wenn wir schon mal da sind, ne? Mal für Mai, Mai, ne? Ja, für die Arbeit. Hier hoch. Ich glaube ja, ne? Macht eigentlich schon Bock, hier durch die Gegend zu laufen, hier zu erkunden und so. Ne? Macht eigentlich schon relativ Bock. Also langweilen tue ich mich mit dem Spiel noch nicht, ehrlich gesagt. Ja. Na, warte mal. Kaktorine oder Kaktor? Schon wieder noch Kaktorine, ne? Ja, Kaktorien sind die mit den Pflanzen, ne? Also ich glaube, hier bin ich richtig, ne? Da ist auch noch ein Kaktorine. So, langsam müsste es mir aber mal ein Kaktor geben. Der wurbt mich dann. Hätte mir keine normalen Kaktoren geben. Gibt's doch nicht. Ein Fisch auf dem Trockenen. Schock an Fisch, Schock an Gegner. Das klingt jetzt nicht so. So, Schock anfällig. Ich weiß, wie man das macht. Ja. Nein. Ja, ich mir schon gedacht, genau so macht man das, ne? So frei. Keine kommen. Bin doch fast fertig bei. Nein, da wollte ich nicht. Keine Chance. Ich darf nicht R1 drücken zum Blocken und dann Dreieck. Und dann setzt den Angriff ein. Was ich auch machen kann, ich könnte hier warten, bis er rauskommt, ne? Achso, ich muss ja R1 loslassen, ne? Frist hat! Jawohl. Ah, der war gut. Der war befriedigend. So, Waffenfertigkeit. Habe ich gesehen. Cool, das war gut. Habe ich extra gewartet, bis er rausgekommen ist. Und dann habe ich den voll eine übergezogen. So. Also mal kurz die Materie gucken. Heilen, feines Technik. Ich war über alle Sachen hier. Eine. Das sieht irgendwie aus, als kriegen wir keine spielbaren Charaktere mehr, ne? Weil das hier so aussieht, als wäre hier. Ja, guck mal hier. 3, 4. Das sieht nicht mehr so aus, als wäre hier Platz, ne? Ich glaube, wir haben unsere Maximum Truppengröße hier erzielt, ne? Autowaffenfähigkeit. Stärke plus 2, ja. Ich weiß noch nicht, wie sehr ich mir jetzt schon darüber irgendwie Gedanken machen muss, ja, ne? Ich muss aber noch warten, bis ich mehr Slots bekomme. Ich hoffe ja irgendwie, ich bekomme mit jedem Charakter hier volle Slots irgendwann, ne? Ich mich dann voll austoben kann. Nicht mehr nein, sieht dieser Fels aus wie ein Kaktor. Ganz viel Fantasie vielleicht. Nein, Cloud, ich finde auch, der sieht so aus. Das ist doch verdächtig, ne? Komm ich bestimmt irgendwann. Erinnert mich irgendwie an diese Quest, an diese Nebenquest in Final Fantasy 10, wo man hier so in der Wüste. Ich hab den Namen der Wüste vergessen, ja. Weil da musste man auch irgendwie so Kaktorensteine irgendwie anbeten.
muss man, glaube ich, so Minispiele spielen, oder war Final Fantasy 10 2? Muss man sich an den anschleichen, ne? Nee, Final Fantasy 10 2 musste man die abknallen, genau. War ein nerviges Minispiel. Aber ja, im Final Fantasy 10 musste man sich an die anschleichen, ne? Und wenn man sich an 10 von denen angeschlichen hat, dann kriegt man, glaube ich, was für eine ultimative Waffe für einen der Charaktere. Aber Final Fantasy 10 würde ich auch am liebsten spielen. Das ist auch eins meiner Lieblingsteile. Final Fantasy 10. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie noch andere Final Fantasy Spiele spielen werde irgendwann auf diesem Kanal, aber die ich so in Betracht ziehen würde, wären Final Fantasy 8, Final Fantasy 10 und Final Fantasy 6. Also definitiv Final Fantasy 6, ne, weil das mein Lieblingsteil ist, ne. Final Fantasy 8, weil es mein erster Teil war und weiß nicht, weil ich das einfach interessant finde, das Spiel. Und Final Fantasy 10, weil es auch eines meiner Lieblingsteile ist. Wir haben letztens schon wieder irgendwie so Videos angeguckt und da Musik angehört von Final Fantasy 10. Es gibt eine Mod für die Steam-Version von Final Fantasy 10, die nennt sich Tidus Fantasy 10, weil der Hauptcharakter heißt Tidus, ne, oder Tidus. Und ja, es gibt eine Mod, die heißt Tidus Fantasy 10. Und was diese Mod bewirkt ist, dass in Final Fantasy 10 gibt es diese sehr berühmte Szene, wo der Hauptcharakter irgendwie am Lachen ist. Diese ganz berühmte Szene, wo er so geht, so ah, ha, 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 ha. Und jemand kam auf die Idee, eine Mod zu machen, wo jedes einzelne Wort, was der Hauptcharakter sagt, mit diesem Lacher ersetzt wurde. Also jemand unterhält sich mit dem so, hey, what's going on? Und der dann so, ah, ha, 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 ha. Und das über das gesamte Spiel, ne? Hey, what do you think you're doing? Ah, ha, 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 ha. Und das Beste ist, die Musik ist auch irgendwie mit Lachern ersetzt, also die gesamte Musik des Spiels sind alles Remixe, die irgendwie, weiß ich nicht, mit Lachern irgendwie ja, ersetzt wurden. Also geht irgendwie in Kampf, irgendwie die Kampfmusik beginnt so. Und ja, keine Ahnung, du gehst an den Kampf rein und die Musik hört sich dann ungefähr so an. Das ist das witzigste. Das ist das witzigste überhaupt. Ich will diese Mod unbedingt ausspielen. Ich habe nicht die Steam-Version von Final Fantasy 10. Vielleicht. Das wäre der einzige Grund, warum ich mir die Steam-Version von Final Fantasy 10 holen will. Ich habe Final Fantasy 10. Ich habe drei verschiedene Versionen, glaube ich, von Final Fantasy 10. Ich habe einmal die PS2, die Original PS2 Version, dann habe ich boah, hier kommt so was von hier irgendwann der Boss von, man muss ja immer irgendwie so Monster erledigen, ne? Und wenn man alle erledigt, dann kommt ja immer so ein Super Boss, ne? Hier wie dieser eine Vogel im ersten Gebiet, ne? Und dieser Seelenverschlinger im zweiten, ne? Hier, das ist so was von hier, ne? Wie vorher wetten. Also ja, keine Ahnung, ich habe die Original Version von Final Fantasy 10 für die PS2, dann habe ich die PS3 Version. Es gab ja irgendwann mal so eine Remake Version mit verbesserter Grafik und all sowas, oder so Final Fantasy 10 Collection war das, aber Final Fantasy 10 und 10.2 auf einer Disc mit besserer Grafik und so, ne? Und ein paar neue Final Fantasy 2 hatte sogar ein paar mehr Inhalte, die nicht außerhalb von Japan gekommen sind, ne? Und die nicht außerhalb Japan rausgekommen sind. Und ja, genau, die Version habe ich für die PS3 und ich glaube die PS4 Version habe ich auch noch. Ich weiß nicht, gibt es auch eine PS5 Version? Ich glaube nicht. Und dann gibt es noch die Steam Version, die habe ich nicht, aber die werde ich mir holen. Ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Ich würde da noch gerne hingehen, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme.
Und ja, der einzige Grund, warum ich mir die Steam-Version her holen würde, ist wäre für die Mod. Für Titus Fantasy 10. Wie das Spiel schon beginnt. Schon im Intro hört man, fängt das an, ne? Das ist so dämlich, ne? Das ist aber das Witzigste überhaupt, ey. Ich weiß nicht, wie man da hinkommt, Mann. Jetzt komme ich ja auch nicht mehr raus, Mann. Boah. Lass den Funkturm nur erledigen. Ich glaube nicht, dass ich noch Zeit habe für den Kampf, ey. Ah, ist ja alles so verzwickt irgendwie in diesem Gebiet hier. Ich weiß nicht, wo du rüber kannst. Hier sind überall Felsen und Klippen und so was alles. So. Der Turm. Ist das der da? Nein, nicht. Oder? Nee. War jetzt auch in die Richtung, ne? Na gut. Dann holen wir uns noch den Turm, ne? Vielleicht noch irgendwas, was in der Nähe ist. Und dann gucken wir mal. Final Fantasy 6 würde ich auch unglaublich gern spielen, ne? Aber da müsste ich schon wieder nicht. Boah, Leute. Faktorien. Ihr interessiert mich nicht. Ich will. Ich nehme an, ihr seid weibliche Versionen, ne? Ich will eure Männer. Gebt mir eure Männer. Das sieht sehr verdächtig aus. Final Fantasy 6 würde ich auch sehr gerne spielen. Ich glaube, Final Fantasy 6 ist sogar mein Lieblingsspiel der gesamten Welt. Auch wenn es Spiele gibt, die ich irgendwie weiß nicht. Meine Hintergrundgeschichte mit Final Fantasy 6 ist interessant. Ich habe das Spiel für die PS1 damals geholt und ich habe das ehrlich gesagt mit einem Kollegen damals geholt, ne? Und wir haben uns irgendwie so, ich glaube, da war irgendwie so, weiß nicht, so 20 Euro oder irgendwie so was, ne? Oder 20 D-Mark damals, ne? Und wir sind da so durch den Laden gelaufen, haben gesehen, so, oh, Final Fantasy 6, ne? Wir beide waren so zu dem Zeitpunkt noch nicht so Final Fantasy Fans, würde ich sagen, aber ja, hatten so ein Interesse für die Serie. Und wir wollten warten, bis Final Fantasy 10 rauskommt, ne? Zu dem Zeitpunkt ist Final Fantasy 10 noch nicht rausgekommen. Und ich hatte noch keine PS2, aber er hatte eine PS2. Und im Laden war dann Final Fantasy 6 mit einer Demo für Final Fantasy 10, ne? Und wir haben unser Geld zusammengeschmissen. So im Sinne von, oh, wir beide holen uns das Spiel jetzt, ne? So. Dann teilen wir uns dann, ne? Und was er dann gemacht hat, ist, wir sind zu ihm nach Hause gegangen, haben kurz die Demo von Final Fantasy 10 gespielt, haben die genossen, haben die, die hat uns gefallen und all das Zeug, ne? Und dann haben wir Final Fantasy 6 ausprobiert, ne? Und weiß nicht, wir kamen schon am ersten Boss nicht weiter, weil das Spiel auf Englisch war und wir waren noch Kinder und wir konnten nicht Englisch, ne? Das Spiel war komplett auf Englisch, da konntest du nicht auf Deutsch spielen. Und wir haben, da gab es irgendwie so einen Boss, der einen immer so einen Konterangriff gemacht hat, wenn man den, da war so ein Schneckenboss, der hat sich in seine, ich versuche hier die ganze Zeit die Truhe zu finden, ne? Der hat sich immer in sein Häuschen zurückgezogen nach einer Zeit. Und die Charaktere, die gegen den gekämpft haben, haben gesagt, so, ey, pass auf, wenn der hier sich in die in das Häuschen zurückzieht, dann sollen wir den nicht angreifen, weil er mit so einem Elektroangriff kontert, ne? Und ja, wir beide sitzen dann da, wir verstehen kein Wort Englisch, ne? Wir greifen ihn immer weiter an, während er in seinem Schneckenhäuschen ist und ja, der kontert mit seinem Elektroangriff und wir sterben. Und wir kamen wortwörtlich nicht am allerersten Boss, der so 10 Minuten im Spiel aufgetaucht ist, ne? Also wir kamen schon nach 10 Minuten nicht weiter, ne? So, außerdem war das Spiel irgendwie so noch so Bit-Grafiken, ne? Und wir, was wir nicht gewohnt waren, ne? Wir waren irgendwie nicht gewohnt, irgendwie so Final Fantasy Teil zu sehen mit so Pokémon-ähnlichen Grafiken, ne? Mit so Sprites und so und so. So eine Overworld View, so wie in Pokémon, ne? Wo du irgendwie von oben so eine Sicht hast, ne? Und ja.
Ja, wir haben da gesessen, haben kein Wort verstanden, was gesagt wurde. Kam schon mal ersten Boss, der nach 10 Minuten auftauchte, nicht weiter und haben uns so gedacht, so, ja, das Spiel ist kacke. Ne? Und ja, weil wir das Spiel halt zusammen gekauft haben, hat er gesagt so, oh, hör mal, wie wär's, wenn ich die Demo von Final Fantasy 10 behalte und du nimmst hier Final Fantasy 6, ne? Und ja, weiß ich nicht. Damals habe ich mich irgendwie voll abgezogen gefühlt von ihm, ne? Weil so, ja, kriegt ihr diese geile Demo von Final Fantasy 10, ne? Boah. Und ich kriege ja dieses Spiel, das ich gar nicht spielen kann, weil ich da nicht weiterkomme, ne? Ja, boah. Ironischerweise wurde Final Fantasy 6 zu meinem absoluten Lieblingsspiel. Also ja. Und ja, keine Ahnung. Ich habe versucht auch selber zu spielen, kam aber auch nicht weiter, weil ich halt kein Englisch konnte, ne? Ich kam viele Jahre später zurück zu Final Fantasy 6, nachdem ich so ein bisschen was, also ich konnte eigentlich, nee, ich konnte damals auch noch kein Englisch, ne? Aber er hatte mir, der gleiche Freund hatte mir irgendwie so, weiß ich nicht, so gesagt, weil ich habe mal versucht irgendwie noch mal zu spielen oder so, während er irgendwie bei mir vorbeikam. Und er hat irgendwie gesagt so, ja, oh, die sagen hier, greif nicht den Panzer an, greif nicht das Häuschen, ne? Don't attack the shell, ne? Die greif nicht das Häuschen an, ne? Also er hatte diesen Satz verstanden. Und erst dann habe ich so gedacht, so, oh, okay. Und ja, danach konnte ich den Boss besiegen und danach kam ich noch ein bisschen weiter. Dann kam ich so ungefähr 2-3 Stunden weiter im Spiel für mich selber, ne? Und dann kam die nächste, oder da gab es irgendwie so ein kleines Tutorial, wo einer, wo du einen neuen Charakter bekommen hast und den seine Gameplay-Mechanik irgendwie vorgestellt wurde. Und zu meiner Verteidigung, die wurde ein bisschen doof erklärt, weil ich habe schon Dutzende Let's Plays von Final Fantasy 6 gesehen und ich habe sehr oft gesehen, wie Leute dieses Tutorial auch nicht verstanden haben. Also da gab es irgendwie so einen bestimmten Befehl, den der Charakter hatte, und das Spiel erklärt dir so irgendwie so, oh, wenn du auf diesen Befehl gehst und X drückst, dann musst du eine Tastenkombination drücken und dann musst du noch mal X drücken und dann setzt er seinen voll mega Angriff ein, ne? Aber so wie das irgendwie erklärt wurde, wurde irgendwie nicht so gut erklärt irgendwie, ne? Ja, wie gesagt, ich habe Dutzende Let's Plays davon gesehen. Viele andere Leute haben das auch beim ersten Mal nicht verstanden, ne? Und ja, damals war ich halt eine Person, so, wenn ich nicht weitergekommen bin, dann weiß ich nicht, dann packe ich das Spiel einfach weg, ne? Da hatte ich nicht diesen Drang, ja, irgendwie jedes Spiel durchzuspielen wie hier, ne? So zu komplettieren und so, ne? Und ja, da habe ich das Spiel wieder in die Ecke geworfen, weil ich nicht weiterkam, ne? Da habe ich mir gedacht, so, ah, doofes Spiel, ne? So, dann wieder ein paar Jahre später habe ich dann noch mal versucht, das Spiel zu spielen, und zu dem Zeitpunkt konnte ich dann schon relativ gut Englisch, ne? Kaktor. Okay. Weil zu dem Zeitpunkt hatte ich halt irgendwie, weil nicht bevor, davor hatte ich irgendwie, weil nicht, ich habe einfach irgendwie random irgendwie alles gedrückt, irgendwie habe die Story verfolgt, aber kein Wort verstanden, bis ich zu diesem einen Punkt gekommen bin. Aber ich habe das Spiel trotzdem, ich kam trotzdem weiter im Spiel, ne? So, dann kam ich sehr viele Jahre noch mal später zu Final Fantasy 6 zurück, nachdem ich sehr viel bessere Englischkenntnisse konnte, jetzt nicht fließend Englisch wie jetzt, aber wenigstens hier halbwegs verstehen, was da passiert ist. Und dann habe ich das Spiel durchgespielt. Ne, Quatsch, dann habe ich das Spiel irgendwie bis zum finalen Dungeon durchgespielt und dann habe ich wieder Pause gemacht. Ein paar Jahre, dann bin ich irgendwann wieder zurückgekommen und ja, habe dann den finalen Dungeon gemacht und dann habe ich das Spiel durchgespielt. Also Final Fantasy 6 ist vielleicht das Spiel, für das ich die meiste Zeit im Leben irgendwie gebraucht habe, um es irgendwann zu komplettieren. Ich habe es immer wieder angefasst, kam ein Stückchen weiter, kam dann nicht weiter, kam dann sehr viele Jahre später irgendwann zurück, kam dann wieder weiter, kam dann wieder nicht weiter, kam dann wieder Jahre später zurück und ja, dann irgendwann nach sehr, sehr, sehr vielen Jahren, ich habe bestimmt mehr als 10 Jahre oder so irgendwie gebraucht, um das Spiel hier komplett durchzuspielen. Ja, wie komme ich dann da unter? Ich weiß gar nicht, wie ich da hinkomme. Das ist so ein Ding, ja, aber da erreiche ich nicht. Hier kann ich definitiv nicht runter. Ich weiß nicht, wie man zu diesem Funksturm kommt. Und ja, ich glaube, wegen diesem Erlebnis ist Final Fantasy 6 auch so mein Lieblingsspiel geworden, ne? Weil ich halt irgendwie so eine lange Zeit irgendwie gebraucht habe, irgendwie das Spiel zu komplettieren. Und so viel Zeit damit verbracht haben, ne?
Also da ist meine Hintergrundgeschichte mit Final Fantasy 6, ne? Und ja, und das ist jetzt mal ganz abseits davon, dass Final Fantasy 6 qualitativ schon, ja, hier müssen wir hin, ne? Gut. Und das ist jetzt auch ganz, hat auch nichts damit zu tun jetzt hier, dass Final Fantasy 6 allgemein noch ein sehr gutes Spiel ist, ne? Also es gibt viele Leute, die denken auch, ja, Final Fantasy 6 ist der beste Teil, ne? Weil er halt die beste Story, die beste, der beste von den Final Fantasy Spielen ist, ne? Besserer Bösewicht, bessere Story, bessere Charaktere und so, ne? Das ist jetzt nicht nur hier Nostalgie, was irgendwie hier dafür sorgt, dass ich das Spiel mag, ne? Also das Spiel ist an sich, au, das Spiel ist wirklich an sich hier sehr gutes Spiel für die Zeit, in der es rausgekommen ist. So, oh mein Gott, warum bin ich fast tot? Okay. Ah, du Sack. Hey. Einen Moment. Ich glaube, ich möchte hier mal kurz wegrennen, aber ich muss ja, glaube ich, einen taktischen Rückzug machen. Was passiert eigentlich jetzt, wenn ich hier rausgehe aus dem Kampf? Gar nichts, sie sind beide am Leben. Ja, ja, von allen Charakteren müssen natürlich Kids führen mitgefuttert werden, ne? So, ich hatte aber auch nicht viel AP jetzt gerade. So, den blöden Turm will ich heute auch noch kriegen. Upsala, Entschuldigung. Komm her, du Stück. Oh mein Gott. Ja, sehe ich, Präventivschlag, ne? Hat's voll gemacht. Was ist denn das für ein Präventivschlag, wenn ich sowieso hier direkt angegriffen werde? Nein, Gott, verdammt. So, bitte frisst ihn nicht auch noch. Der ist schon tot? Boah, Leute. Was ist denn los, Mann? Alter. Oh, sie hat keine AP, MP. Alter, was ist hier los? Nein, oh, du Sack. Hey, was haben die für ein unfaires? Boah, Leute. Sag mal, warum diese Schwierigkeit gerade? Ich bin schon wieder leicht tot. Nein, boah, Leute. Da Cloud ist immer noch. Ah ja, Cloud ist, war schon die ganze Zeit tot. Also wir sehen, wenn der mich jetzt noch frisst. Na, könnt ihr mal Ares wieder ausspucken? Ey. Meine Güte. Oh mein Gott. Ey, Leute. Keine Chance. Oh mein Gott, ey. Oh, ich kann da nicht mal aufsetzen. Wurde ich gerade geheilt? Irgendwie nicht, ne? Ey Leute, was ist da für eine? Oh, na gut, dann eben nicht. Bin hier ganz im Weg hingerannt, ne? Ich krieg die blöden Viecher ja nicht erledigt. Boah. Na gut, dann gehe ich eben nicht dahin. Machen wir den Funkturm eben noch nicht. Boah, dann muss ich mich wieder dahin teleportieren erstmal. Ja gut, der Kampf ist ein bisschen, ich weiß nicht, voll unfair. Also lassen wir halt erstmal, ne? Vielleicht muss ich irgendwie noch besser geheilt werden oder so. Ich habe keine Ahnung. Anderes Team. Gut, ich mache hier einen Schnitt. Wir sehen uns
In der nächsten Folge werden wir, weiß nicht, irgendwas machen, ne? Ich werde mich erstmal nur hochheilen, bevor ich die nächste Folge mache. Und ja, dann sehen wir uns wieder bei was auch immer, ne? Also Dankeschön fürs Zuschauen und ciao.